Herr Böhmermann, Sie haben vorhin, als Sie ins Studio kamen, am Applaus gemerkt, dass viele Bremer, die hier sitzen, sich freuen, dass Sie da sind. Freuen Sie sich denn auch noch, wenn Sie nach Bremen kommen? Ja, na klar, das ist immer nach Hause kommen ist immer schön, klar. Und was machen Sie so als erstes, wenn Sie nach Bremen kommen? Traditionell fahre ich einmal Streife durch die ganze Stadt und gucke, was sich verändert hat. Ich habe jetzt gesehen, am Hauptbahnhof, das Gebäude ist einigermaßen schön geworden. Es verdeckt jetzt diese Hochstraße, die auch schön ist auf ihre Art. Und ich habe mich heute sehr über den langen Stau gefreut. Auf der A27 ist ein LKW umgekippt und ich habe 1,5 Stunden gestanden zwischen Bremen-Freihafen und Industriehafen. Das war spektakulär. Die Stadt ist auch voll im Moment. Ja. Vielleicht ist es auch so ein Zeichen dafür, dass man so langsam auf die 30 zugeht, dass man so ein kleines bisschen älter wird. Ich freue mich, dass ich immer, auch, also mit steigendem Alter, immer mehr nach Hause zu kommen. Und auch so Sachen, die dann aus Bremen Bremer Pinkel mitbringen, nach Köln und dann da Grünkohl zubereiten. Das ist schon irgendwie, kommt das so. Man wird so milde und so. Solche Dinge kommen, dann werden dann immer wichtiger, weißt du? Und stimmt es, dass Sie, wenn Sie mit dem Zug ankommen, gerne erstmal eine Bratwurst essen? Ja, das habe ich. Ich habe heute bin mit dem Auto gekommen, aber bin tatsächlich gerade eben vor der Sendung, bevor ich jetzt hier war, bin ich am Bahnhof vorbeigefahren, habe an der Post gestanden, die mittlerweile keine Post mehr ist, sondern ein Edeka und eine Sixt-Auto-Vermietung. Das war früher die große Post am Bahnhof. Und da laufe ich dann rüber zum Wurststand und kaufe mir eine Bratwurst. Auch das stimmt, ja. Welche von den beiden? An dem einen Ende gibt es Kiefert und auf Kiefert, der anderen, es ist Kiefert. Und es ist auf der anderen Seite Kiefert. Gibt es Hüftgold. Hüftgold? Ja, das ist aber irgend so ein das ist nicht nee, das. Nee, also, da halten Judith und ich immer. Ja. Bei Hüftgold? Mhm. Das klingt mir ein bisschen zu modern. Also, ich unterstütze da den eingesessenen Bremer Handwerksbetrieb. Also Stockinger ist auch okay, aber ich bin irgendwann bei Kiefert gelandet. Also das ist so, in Bremen gibt es so zwei Stockinger oder Kiefert. Super, hier. Lauter Kinder hier. Familie Kiefert. Wahrscheinlich. Nee. Angestellten. Aber die gegrillte, also nicht die, ich mag die nicht so, wenn die so gerne, nicht die im Fett liegt, sondern die muss schon vom Rost. Das Besondere an der Bremer Bratwurst ist, dass sie relativ dünn ist. Genau, wie die Hamburger auch. Mhm. Also am Möhlgrill, am Jungfernstieg, ist sehr vergleichbar mit der Bremer Bratwurst. Alles nach Thüringer Art, aber eben keine Thüringer, weil ich glaube, die echte Thüringer muss auch aus Thüringen kommen. Mhm. Und damit wir die Grundlagen für dieses Gespräch geklärt haben, ja. Können Sie uns mal einmal erklären, wie diese Geschichte mit dem Zug war, einem der letzten, die Sie nach Bremen genommen haben? Ja, das ist mir im Nachhinein wahnsinnig unangenehm, weil das am Ende in den Zeitungen und überall dann so rüberkam, als hätte ich mich da aufgespielt. Ich bin in den falschen Zug gestiegen. Ich wollte von Hamburg nach Bremen fahren und hatte eine Veranstaltung beim Bremer Weserkurier hier an der Schlachte um 20 Uhr. Ich bin um 17 Uhr da eingestiegen und dachte, das schaffe ich ja locker eine Stunde mit dem Intercity. Der hält normalerweise in Bremen als nächstes, dann in Osnabrück, in Münster. Und ich steige dann ein, die Türen gehen zu und dann sind wir gerade so über die Elbe rüber. Die Stimme. Der nächste Halt des Zuges ist Essen Hauptbahnhof. Herzlich willkommen an Bord des Intercity Sprinter. Es gibt offenbar aus welchen Gründen auch immer Züge, die einmal am Tag oder zweimal am Tag von Hamburg nach Essen fahren, ohne anzuhalten. Ich habe erstmal, wer nutzt diesen Zug? Wer möchte von Hamburg nach Essen ohne Halt? Ich musste um 20 Uhr in Bremen sein und die Stimme sagte, Ankunft in Essen Hauptbahnhof 19.45 Uhr. Und erwarteten, ich habe dann von meinem inneren Auge mir eine Veranstaltung vorgestellt, die Hälfte der Verwandtschaft natürlich sitzt da, wie oft bei Veranstaltungen in Bremen. Und der andere, also Bremer, die sich freuen und jahrelang eine Karte gekauft haben. Tausende Leute, die da auf mich warten. Immer klein. Ja. Es war am Ende doch eine kleinere Nummer. Und ich sollte dann um 19.45 Uhr in Essen ankommen. Ich hätte es niemals geschafft und fing dann schon an, über das Management raus, gibt es Helikopter? Ja, ein Helikopter gibt es. Kostet 3.000 Euro. Und ich so, okay, ist teuer, aber na gut, Rundfunkgebühren. Ich meine, ich hab's ja. Und dann aber eine halbe Stunde später neuer Anruf. Jan, pass mal auf Folgendes. Helikopter von Essen nach Hamburg, nach Bremen ist doch ein bisschen teurer, weil es nachts und dunkel und dann gibt es noch spezielle Helikopter mit irgendeiner Lizenz. Die kosten dann 7.000 Euro. Das ist schon sehr, sehr teuer. Und dann bin ich zum Schaffner gegangen oder zum Zugchef und habe dann wirklich, in den Zeitungen stand, ich hätte mich aufgespielt und gesagt, ich bin prominenter, halten Sie den Zug an. Tatsächlich habe ich wirklich winselnd auf dem Boden gelegen und geweint und war wirklich einigermaßen erbärmlich anzuschauen. Es war ein junger Zugchef. So entstehen Missverständnisse. Ja, so ist es. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte schon kannten. Das Zugpersonal war offenbar wahnsinnig nett zu Ihnen. Wahnsinnig nett und offenbar war ich nicht der erste Fahrgast, der erst nach dem Schließen der Türen bemerkt hat,
dass er in einem falschen Intercity war. Es ist wirklich, aber Sie waren der Erste für den, die dann Zwischenstopp. Das passiert tatsächlich, da habe ich auch im Nachhinein erfahren von vielen Zuschriften von ganz lieben Bahnkunden, die mir auch Mut zugesprochen haben, die gesagt haben, auch mir ist es schon mal passiert, auch für mich hat der Zug angehalten. Der Zug hat dann angehalten auf freier Strecke. Der Zugchef sagte in Bremen. Auf freier Strecke? Nein, nicht auf freier Strecke, sondern in Lauenbrück. Liebe Grüße an den Bahnhof, Bahnhof Lauenbrück. Ist ein Bahnhof, ja, ist ein Bahnhof zwischen Hamburg und Bremen bei Schesel. Da hält, glaube ich, am Tag normalerweise nur zweimal der Metronom, also so ein Regionalexpress. Und da hielt dann der Intercity. Ich saß ganz vorne. Ich dachte, ich sitze da im Zug und denke, oh Gott, wie peinlich, jetzt hält der Zug extra für mich an. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Dreh mich um und hinter mir sitzt Johannes B. Kerner, der schon gerade irgendwie am Handy ist, wahrscheinlich mit der Bild-Zeitungsredaktion. Hier, Böhmermann gerade an Zug angehalten. Sie verdächtigen ihn, dass er das den weitergegeben hat? Johannes B. Kerner traue ich alles zu. Ganz ehrlich. Na komm. Der spürt doch gar nichts. Wir haben doch selber getweetet. Ja, nee, das stimmt, weil ich dann wirklich dankbar war. Ich bin dann ausgestiegen, ganz vorne am Zug. Der Zug fuhr rein in den Bahnhof. Ich steige ganz vorne aus, mein Koffer, bedanke mich noch beim Zugchef und denke so, oh Gott, hat nur Johannes B. Kerner mitbekommen. Und langsam setzt sich der Zug in Bewegung und fährt so in Schrittgeschwindigkeit an mir vorbei. Ich stehe und alle, so ganzer Intercity fährt an mir vorbei. Mega peinlich. Dann liebe Grüße noch an die Bahnhofsgaststätte in Lauenbrück. Das ist wirklich die Bahnhofsgaststätte in Lauenbrück, auch zu dieser Tageszeit schlecht besucht. Ich war der einzige Gast, habe dann direkt mal zum Runterkommen eine Cola getrunken. Die ganze Verachtung gegenüber Eliten abbekommen. Ne? Das stimmt, genau, weil ich dann fälschlicherweise für elitär gehalten wurde. Dabei bin ich einfach nur schusselig gewesen, in den falschen Zug gestiegen und habe fast im Zugchef quasi Tränen in den Augen gehabt und gesagt, ich muss nach Bremen. Ich kann jetzt nicht nach Essen fahren. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass jemand für Sie angehalten hat? Der umgekehrte Fall. In Wolfsburg fährt er gelegentlich durch, obwohl er halten soll. Ja, außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt Montag war Bahnstreik. Ne? Mhm. Meine Erfahrung ist, es ist irgendwie kein Unterschied, ob Streik ist oder nicht. Ja, aber ganz ehrlich, stopp, meine Klappe. Ich finde das jetzt als jemand, der so tolle Erfahrungen gemacht hat mit der Deutschen Bahn. Ist ein Staatsbetrieb. Sie fahren selten, ne? Ich fahre sehr oft. Ich bin Bahnkomfortkunde. Ich bin öfter das schon. Das ist der Grund, warum die angehalten haben. Nein, der hat meine Bahnkomfortkarte gar nicht gesehen. Aber die Deutsche Bahn gehört uns allen, ist ein Staatsbetrieb, so halb zumindest noch. Ne? Also ist unser eigentlich. Ja. Und ich lasse auf die Bahn nichts mehr kommen. Sie ist Gemosere und dieser Streik und so. Nee, der Streik ist ja okay, nur dass sie außerhalb des Streiks auch unpünktlich fährt, ist nicht okay. Das ist nicht okay. Aber dann muss man da mehr Geld reinstecken und mehr Leute brauchen die. Und die müssen besser bezahlt werden. Okay. Also, wenn wir so eine Partei hätten, die sich um Menschen kümmert, die im Staatsbetrieb arbeiten, im öffentlichen Dienst, die da mehr Geld bekommen, die Wertschätzung erfahren für ihre Arbeit. Sie so eine Partei bräuchten Sie. Mozart lebt! Mozart! Ja! Mozart wäre. Mozart wäre Sozialdemokrat. Ja, Sicher. Wahrscheinlich war er schon tot. Gabriel wollte gerade einen Witz erzählen. Oh, nein, ich glaube, Sie den Witz kennen, dass bei jeder Pointe kommt ein Elefant vor. Bei ihm ist das die SPD. Es ist aber auch so herrlich was einfach. Was ohne uns? Ja, das... aber ich meine, probieren Sie mal aus, vielleicht kommt eines Tages ein Punkt, wo man gibt es nicht irgendwie Personen oder Parteien, wo bei Ihnen auch so ein Gefühl aufkommt, da haue ich jetzt nicht drauf, weil die tun mir leid? Das ist der schlimmste Zustand, den eine Partei erreicht. Ich versuche das tatsächlich bei der SPD, ich meine, ich komme aus Bremen, das ist mit Bayern das ohne einzige... Ohne Unterbrechung. Also Bayern und Bremen ist immer das große Missverständnis. Alle sagen immer, aber in Bayern hat doch immer nur nein, die CSU... Nein, die einmal nicht. Wer denn? Nicht. Wer denn? Sozusagen. Ganz vom Anfang. Ich kann mich nicht erinnern. Das war nach dem Krieg. Aber in Bremen und in Bayern gibt es, je nachdem, für welche Partei man ist, stabile Verhältnisse seit dem Krieg. Und als Bremer bist du natürlich so sozialdemokratisch... sozialisiert, so ein kleines bisschen. Es ist schon, ich sag mal, ich... Wann ist das verloren gegangen? Das, ehrlich gesagt, hat das tatsächlich... Ist das nicht bei mir? Naja, aber es ist so wahnsinnig schwierig für so eine Partei wie die Sozialdemokratische Partei, sich zu profilieren in Regierungsverantwortung gegen eine Kanzlerin, die selbst dann, wenn sie sind ausgestiegen, sie könnten jetzt ja auch mal auskeilen und versuchen, so ein bisschen irgendwie Profil zu gewinnen. Gegen meine Natur. Ja, aber selbst quasi ausgestiegene SPD-Politiker reiben sich nicht gerne an der Kanzlerin. Das ist wahnsinnig schwierig, dann da auch als Partei irgendwie Profil zu gewinnen. Und ich finde das wahnsinnig bedauerlich tatsächlich. Und als quasi im komischen Bereich arbeiten, da ist man eh so ein bisschen... so leicht sozialdemokratisch angehaucht. Ich finde, es ist noch Hoffnung. Es ist der Grund, warum ich so gerne drauf habe, ist eigentlich natürlich enttäuschte Liebe, wie so oft. Ja, klar. Ja, natürlich, ist ganz klar so. Welcher war denn der letzte Sozialdemokrat, der Ihnen gefallen hat? Tja.
Also einfach nur aus körperlichen Gründen. Henning Schärf natürlich, den habe ich einfach mehrfach umarmt, aber wer nicht... Er, sie auch, ne? Nee, aber es ist, also da will ich mich gar nicht festlegen, ich bin kein Sozialdemokrat oder irgendwie jetzt, irgendwie ich da jetzt neige dazu, Wahlempfehlungen abzugeben, aber ich finde es einigermaßen, ich möchte Ihnen da widersprechen, es gibt da kein Erbarmen, ganz im Gegenteil. Es macht gerade richtig Spaß. Und zu sehen, wenn dann irgendwie der Vizekanzler bei Anne Will sitzt und am wenigsten sagt, einfach still ist und sich das dann so alles anhört und dann denkt man so, aber wer erzählt uns denn, was die SPD möchte? Der Letzte ist jetzt, der sitzt da hier und dann sind wir nicht mehr in der Partei. Ja, Herr Gabriel. Ich gehe jetzt. Nein, wir bleiben bitte hier und wir wechseln das immer Thema. Ja, schon gesagt, es ist wirklich, aber es ist ja, wenn hier schon einer sitzt, dann... Ja. Sie versuchen es noch ein bisschen, ja. Aber merken Sie, wie Sie bearbeitet werden von beiden Seiten, Herr Di Lorenzo, ganz seriös. Deswegen komme ich auch nur einmal im Jahr. Aber immerhin. Aber, und das zweite Mal gemeinsam. Also. Stimmt, ja. Ja, ja. Es kann kein Zufall sein. Wir haben im Archiv von Radio Bremen was ganz Tolles gefunden über Sie. Oh. Wir zeigen das mal. Gerne. Starlight Express! Nein. Starlight Express! For the school! Sarkozy! Starlight Express! Ich brauche dich jetzt und wünsch mir, du wärst hier! Vielen lieben Dank! Wie oft waren Sie da als Kind in Bochum? Tatsächlich nur einmal. Nur einmal in Bochum, aber das hat gesessen. Da kriegt man den Theater-Bug, wenn man den Starlight Express sieht. Also dann, das sitzt tief. Sie haben mal gesagt, Sie seien 10-mal da gewesen. Das war eine Lüge, um mich interessant zu machen. Okay, ist gelungen. Und jetzt gehen Sie selber auf so eine Art Musical, ne? Naja, es ist so eine Art Projekt. Ich mache ja eine wöchentliche Sendung über ZDF Neo und das ist tatsächlich viel wie Büroarbeit. Man geht morgens um 9 zur Arbeit und verlässt die Arbeit dann abends um 9. Das macht man 5 Tage die Woche. Und man ist viel in denselben Räumlichkeiten. Und seit 5 Jahren mache ich das. Und dann irgendwann habe ich entdeckt, ach guck mal, links neben mir ist ein großes Orchester, 20 Leute, fantastische Musiker, studierte Menschen. Das einzige Fernsehorchester, was es noch gibt im deutschen Fernsehen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wir müssen mal wieder rausgehen, in die Ortsvereine quasi, zu den Menschen direkt und mit den Menschen sprechen. Und machen ein kleines Projekt, eine Tour. Und im Januar. Mit dem Orchester, oder? Mit dem Orchester, ja, genau. Einfach mal so ein bisschen... Hören, was die Menschen... Stadtteil in Köln. Ehrenfeld. Genau. Ja, das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, genau. Ja. Heißt es wirklich so oder nur auf der Tour so? Nee, das heißt so. Das ist Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Und die Tour heißt Ehrenfeld ist überall. So, ich habe in meinem Karteikarten... System? System hatte ich ein langes und ernsthaftes Gespräch geplant über Erdogan und die Folgen der Satire. Unsere Zeit ist vorbei, aber... Echt? Ja, ich fand das andere viel lustiger, was Sie erzählt haben. Aber ich habe noch ein Geschenk für Sie. Okay. Und wenn ich es nur finde, Judith. Ja, Rolando will schon tauschen, merke ich. Das ist es. Dankeschön. Bitte aufmachen, weil es lohnt sich. Okay, ich bin gespannt. Ach, das ist schön, da kann man so direkt reinschauen. Es ist... Das gibt's doch gar nicht, Leute. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Es sind cool. Sie können es auch so richtig... Ja. Ein Gutschein für... Es handelt sich um einen Gutschein für... Martin Kiefert, Bratwurst mit Wurstbrötchen. Sehr wichtig, sehr wichtig. 10-mal können Sie da hingehen. Unglaublich, das ist wahnsinnig nett. Dankeschön, fröhliche Weihnachten. Und wenn Sie dann am Abend auch noch an einem Freitag hier sind, sind Sie auch herzlich wieder eingeladen. Herr Gabriel kommt auch. Herzlichen Dank.